ist mein Vlog-Podcast. Ich komme hier auf die andere Seite. Hi, nochmal. Ja, Mundzugsalltag. Wie war heute mein Alltag? Ja. Und wie war euer Alltag? Mein Mundzugsalltag war sehr chaotisch, wie alle anderen Tage. Ich bin nicht so für die Bühne angezogen. Ja, das ist ein Tagebuch, also Videoblog. Videoblog, das nennt man Vlog-Podcast. Relativ, ich war sehr hektisch, aber heute möchte ich eine interessante Geschichte erzählen. Ich habe ein Mail bekommen von NDF. NDF ist eine Film-Fernsehproduktionsfirma in München. Zuerst mein herzliches Beileid mit dem verstorbenen tollen Schauspieler Elmar Wepper. Ja, ich habe mit Elmar Wepper persönlich nicht gekannt, habe ich auch mit ihm nicht gespielt. Ich habe ja mit seinem Bruder, mit Fritz Wepper gespielt. Fritz Wepper, ja, heute ist sein Bruder, der Schauspieler Elmar Wepper, ist gestorben. Ich habe nicht vom Fernsehnachricht mitbekommen, sondern von einer Freundin aus Regensburg. Ja, Andrea hat Andrea. Ich habe diese männliche Name, weibliche Name, ich verwechsel immer. Andreas ist für Frauen, oder? Ne, Andrea ist für Frauen. Oh, ich bin immer noch sehr verwirrt. Ja, es ist schon nachts 23 Uhr. Das ist eine müde Zeit. Eigentlich sollte ich eher früh am Morgen mein Podcast, mein Vlog-Podcast machen, oder? Sonst rede ich wie jetzt immer so wirre Zeug. Aber was ist jetzt mit Elmar Wepper zu tun oder Fritz Wepper zu tun und meine E-Mail von NDF? Ja, NDF, bei dem Film-Fernsehproduktionsfirma habe ich ja mit dem Fritz Wepper eine Serie gespielt, um Himmels Willen. Um Himmels Willen bei der erfolgreichen Serie, bei der ARD. Das war eine der erfolgreichsten Serien. Und bei der letzten Staffel habe ich mit dem Herrn, den fantastischen Herrn, Fritz Wepper gespielt. Ja, ich war die chinesische Geschäftsdrache. Nein. Geschäftsfrau. Das war eine sehr, sehr luxuriöse Rolle für mich gewesen, da ich eine Geschäftsfrau war. Ich bin mit dem Fritz Wepper Hubschrauber in dem Hubschrauber geflogen und in einem Restaurant, in einem Schloss habe ich mit ihm dinert. Meine Szene war lauter so Schloss oder Überschloss im Luxushotel oder jetzt möchte ich ein Mail von NDF vorlesen. Erst einmal habe ich nicht so ganz verstanden. NDF, ja, Urheberrecht, oh, man hat immer Stress. Urheberrecht, es ist ja so streng mit den Urhebergesetzen in Europa. Und wenn man Urheberrecht verstoßt, dann kriegt man Strafzettel. Ja, die bedrohen ja für hilflose Internetnutzer, weil ich mache ja diesen YouTube-Kanal und dann manche Musik darf man gar nicht benutzen, manche muss man um Erlaubnis bitten, manche nur für 15 Sekunden und es ist sehr, sehr kompliziert. Und deshalb, als ich ein paar Worte gelesen habe, Urheberrecht, oh Gott, was habe ich wieder falsch gemacht? Ich war völlig gestresst, wollte ich am besten gar nicht lesen, lieber morgen, damit ich besser schlafen kann.
Produktion, um Himmels Willen, Staffel 20, ja, Staffel 20, ich habe allerletzten Episode gespielt, 5 Folgen. Ja, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit den Fritz Werper zu spielen. Ja, da lese ich mal ein paar Sätze vor. Sehr geehrte Frau Zug, ja, mein Munzug ist mein Vorname, aber als ich benutze ja als Künstlername Munzug. Ich habe ja noch ein paar andere Familiennamen, von Mädchenname oder mein angeheiratete früherer Name. Und ja, so Munzug, und die Leute verstehen sich, dass Zug wäre mein Nachname. Anyway, Munzug steht auch auf meinem Ausweis als Künstlername. Deshalb es ist es kein Problem. Ja, wir nehmen Bezug auf die Regelungen zur Auskunft, zum Beispiel Transparenzpflicht. Oh Gott, Transparenzpflicht gegenüber Urhebern und ausübenden Künstlern, die für Nutzungen seitdem bla 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 bla. Namentlich geht es hierbei etc. 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 Und dann, als ich diesen ersten Satz gelesen habe, oh Mann, ich muss was Strafe bezahlen. Aber bei der zweiten Seite bin ich geflogen und dann steht, nächstes Jahr, sie geben mir, weil ich Urheberrechte habe bei den fünf Folgen, 20, bei den 20 Staffeln, 20. Staffeln bei der Himmels Willen, ich bekomme Geld als Urheberrechtler. Ja, dafür normalerweise sorgt die Verwertungsgesellschaft GVL. Kümmert sich um diese Geld zu treiben und an den Künstlern zu verteilen. Nicht an allen Künstlern, nicht für bildende Künstler, nur Sänger, Schauspieler oder Synchronsprecher, die in den öffentlichen Sender ausgestrahlt sind. Ja, die Filme oder Serien oder Auftritte im Fernsehen und solche Sachen werden verwertet, du bekommst das Geld meistens 3-4 Jahre später. Ja, wann habe ich gedreht? Das ist ja in der Pandemiezeit, 2021, glaube ich. 2021 habe ich gedreht, ausgestrahlt haben sie letztes Jahr im Mai und ich werde das Geld als Urheberrechtlerin bekommen nächstes Jahr zwischen Januar bis Ende März. Und danach werde ich, die haben geschrieben, nächsten 3 Jahre werde ich wieder nichts bekommen und dann 3 Jahre später, die schüttern wieder aus, wenn die Folge im Fernsehen oder irgendwo also weiter ausgestrahlt wird oder ja, die Leute sehen können. Heißt das, mit der Zeit, wer bekommt Urheberrechtler wie ich jetzt von den Fernsehserien immer weniger. Aber erst einmal bekommt es schon ordentlich, weil ich ja eine ordentliche Rolle gespielt habe. Darauf freue ich mich ganz toll. Aber was habe ich heute einen chaotischen Tag erlebt? Ja, ich bin in einer Phase, Aufzuräumen, reduzieren. Das kommt alle halbes Jahr oder jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal. Und heute war bei der Postamt. Ja, was ich in der eBay zum Verkaufen die Sachen hochgeladen habe, beschrieben habe, über die Nacht haben schon 4 Leute sich angemeldet und dann haben sie schon eingekauft, schon bezahlt. Und dann bin ich in Postamt gegangen und dann ich dachte, Postamt, können Sie mir einfach drucken und ich könnte schicken. Aber so war es nicht.
die haben QR-Code so gescannt und sagen sie, ja, bla 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 bla, diese Name, ja, stimmt das, diese Ware? Da wusste ich nicht. Ich hatte 4 Pakete. Ich habe nur das ist wilde Lederstiefe, das ist Ledermantel. So habe ich ab dem Karton geschrieben und dann mehr nicht. Da muss ich wieder nach Hause kommen. Ich habe meine Pakete im Postamt gelassen und die machte Mittagspause und dann eine Stunde später, ich habe in meinem Computer alles so findig gemacht. Ah, ich bin sowas dilettantisch für solche Sachen. Manchmal frage ich mich, wie habe ich über all die Jahre überlebt mit diesen Hilflosigkeiten? Ja, jetzt kann ich ja so gut Videos schneiden und technisch umgehen und dann. Ich kann nächstes Mal ein Päckchen ordentlich wegschicken. So, so geht es doch nicht, oder? So dachte ich mir. Aber ich habe ja vorher nie verkauft bei der eBay und ich gehe normalerweise alle Jahre maximum 1-2 Mal zu Postamt. Wer schickt heutzutage Briefe oder Postkarte? Ich nicht. Wir machen alle Mail, meistens WhatsApp. Mail ist aber zu förmlich, zu ernsthaft. Deshalb wir sind dann durch WhatsApp oder Instagram und Messenger benutze ich auch fast nie. Oder Kakaotalk mit den Koreanern oder ja, das reicht. Und, ja, das reicht ja. Und warum geht man zu Postamt? Päckchen, aber meistens meine Freunde, die haben viel mehr als ich. Und was soll ich denen schenken? So, wenn ich meine Freunde besuche, dann werde ich lieber Blumenstrauß mitnehmen oder Weinflaschen mitnehmen. Was man ein paar Tage schön sich freut oder schnell wegtrinkt und dann weg ist. Ja? Was ich nicht selbst für immer und ewig behalten möchte, tue ich aber nicht an anderen Leute an. Ja, deshalb bei dem Postamt, ich war so hilflos. Und als ich zum zweiten Mal war, ich dachte, jetzt kann ich alles wegschicken. Aber eine Frau, ich weiß nicht, wie alt sie ist, bestimmt, sie ist auch ein bisschen hilflos wie ich. Sie hat 2 Sachen bei mir bestellt. Einmal Morgenmatte, einmal wilde Lederstiefe. Das ist wirklich super fein bearbeitete Vintage. Das ist ein Erbstück. Ich habe diese wilde Lederstiefel mit den 100 Rösen so Schnur. Sehr geliebt. Es sieht immer noch so schön aus, aber ich habe einfach viel zu viel. Und ja, hier muss ich in einem Monat wieder auf die Reise gehen und was soll's. Dann habe ich sehr, sehr günstig, das bei Ursprung hier irrsinnige teure Schuhe und der Morgenmantel war auch sehr, sehr, sehr teure Sache. Aber ich habe super lange Preise habe ich angeboten und eine Frau wollte die beide, aber sie hat unverständlicherweise hat sie einmal DHL bezahlt, einmal bei der Hermes. Ich wusste nicht, bei der Postamt, DHL Postamt, die Dame sagte, nein, das ist für Hermes, das nehmen wir, diese Packe nehmen wir nicht an. Oh Mann, ich war schon 2. Mal, ich war schon 2-3 Stunden damit beschäftigt. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und dann bin ich wieder in die Stadt, als ich DHL-Paket alles einigermaßen weggeschickt habe. Ich hoffe alle, ich habe nicht durcheinander gemacht, wilde Leder geht nach Düsseldorf und Morgenmantel geht dahin und Ledermantel geht dahin. Ich hoffe,
dass jeder sein gewünschte Artikel bekommt. Ja, ich war jetzt in der Stadt ab den Kudern bei Hermes Package Shop und ich habe zu Hause keinen Drucker und der Herr, etwas arabischer Herr in einem kleinen Kiosk, der sagte, ja, Sie müssen ausgedruckt hier kleben, dann können wir schicken. Oh, ich würde gerne bezahlen, können Sie ausdrucken für mich? Ja, aber mein Drucker ist kaputt, sagt er. Oh, schade, okay. Dann bin ich hier zu kopieren, weiter in die Stadt reingelaufen mit dem Paket. Und dann irgendeinen Print, auf dem Schild steht Print. Und ich bin da reingegangen, Print. Ich dachte, vielleicht ich könnte dort drucken. Und das war ein Geschäft, wo man Drucker verkauft. Drucker, die verkaufen Drucker oder Computer oder Geräte jedenfalls. Und dann habe ich ganz freundlich, höflich gebeten, könnten Sie bitte, ja, bla bla bla, ich habe so, könnten Sie mir eine Kopie drucken, ich bezahle gerne. Und dann sagte er, ja, das kostet 1 Euro. Ja, ich bezahle. Und dann, mein iPhone habe ich Notizen, schon auf der Notiz gespeichert, diese Versandschein. Und dann lässt sich nicht Google Mail rausschicken. Die Dame hatte kein WhatsApp, die Dame hatte kein, sie will auch kein Fluss. Und ich soll nur E-Mail an sie schicken. Oh, und dann mein Handy geht nicht. Und dann musste ich, Gott sei Dank, ich habe Computer, mein Laptop mitgenommen und den Laptop aufgemacht, Hotspot verbindet zu meinem Laptop, damit er Internet bekommt. Und man, heutzutage, man kann ja nicht fragen, was ist ihr Passwort von ihrem Laden. Das macht man nicht. Und so von meinem Handy auf meinen Laptop. Bluetooth verbunden, Hotspot verbunden, wunden. Und dann habe ich nach hin und her und dann geschafft, diese Versandschein an sie zu schicken, an den Laden, und sie hat mir gedruckt. Und dann mit diesem gedruckten Schein gehe ich wieder zurück zu diesem Laden. Ja, Hermesladen, Hermes Package Show. Und der war sehr nett, er hat geklebt und so und dann gescannt und dann sagte er mir, ja, 4,90 €. Wieso? Die Dame schon hat bezahlt, die Empfängerin bei eBay schon alles bezahlt. Warum soll ich nochmal bezahlen? Aber der Herr, etwas mit dem Dunkelhäutigen und Akzent, mit deutschem Akzent, mit einem anderen Akzent, nicht asiatisch, sondern eher arabisch. Und, aber er sprach sehr gut Deutsch. Und er sagte, ja, verstehen Sie, wenn Sie mir nichts bezahlen, morgen kommt der Hermes, holt diesen Paket von mir ab, dann die kassieren von mir 4,90 €. Und wenn ich von Ihnen nichts bekomme, ich mache Miese 4,90 €. Sie müssen bezahlen. Dann sagte ich, nein, das sehe ich nicht ein. Die Dame hat schon bezahlt, bei der eBay hatte diese Schein. Das kann nicht sein, dass ich jetzt nochmal bezahlen muss. Das stimmt nicht. Und dann nehme ich wieder mein Paket mit. Er hatte diese Versandschein geklärt, aber vielen Dank, dann bin ich wieder nach Hause, Paket mitgeschleppt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wirklich, fürs Geld lohnt sich nicht. Aber die Leute in der eBay freuen sich, die so günstig, so schöne Sachen gefunden zu haben. Ja. Letztes Jahr habe ich auch gekauft, habe ich so ein paar Sachen. Ich habe mich auch gefreut. Und jetzt, ich bin einer
verkaufen tue ich zum ersten Mal. Und dann einige Leute freuen sich. Ich spüre diese Freude, wenn sie das, gefällt mir und sofort ich bezahle und. Das ist schon interessante Feeling, so Erlebnis, ganz anders als man auf der Bühne, was mit dem Publikum so kommuniziert oder singt oder schauspielt. Ja, es gibt bei jedem Ecke gibt's interessante Gefühle und Erlebnisse. Und zwar bin ich sehr dilettantisch mit diesen eBay Anfang. Ich habe fast 3 Tage gebraucht, fotografieren einen Tag und sortieren einen Tag und beschreiben. Ich bin immer noch nicht damit fertig. Aber mittlerweile, ich kann schön beschreiben. Und ja, man braucht schon diese Schreibtalent. Also, Anfang wusste ich nicht, was ich schreiben muss bei der Beschreibung. Ja, Ledermantel oder Stiefel, so habe ich geschrieben und dann eBay akzeptiert es nicht. Das ist zu kurz. Sie brauchen so 80 Worte schreiben und so weiter. Ja, und das, was man alles ausfüllen muss. Aber wenn man routiniert, wenn man Erfahrung hat damit, dann wird es immer schneller. Ja, dann ist es nicht mehr so schlimm. Man kann auch Spaß haben. Und dann, ja, heute habe ich gedacht, ich gucke, wenn ich in meine Wohnung so herumschaue, was kann ich noch hochladen, was kann ich noch loswerden. Und dann findet man jede Menge, was man vorher nie, könnte wieder gebraucht, nein, das brauche ich, nein, das wird viel zu teuer, nein, so war, aber jetzt, das könnte ich auch verkaufen. Oh, das könnte, ja, also das ändert sich. Es ist wirklich interessant, loszuwerden, um etwas loszuwerden und von den Dingen sich zu trennen, sich zu erleichtern. Am Anfang ist es schwer, aber das sollte auch mal geübt sein, ausprobiert zu haben. Und dann, ja, Übungen macht den Meister, sogar Sachen bei der eBay zu verkaufen, die erst einmal sehr kompliziert so scheint. Nach 3 Tagen, oh, das ist so schlimm, ist nicht so schwer, nicht. Ja, ich finde eine tolle Plattform eBay, ja, oder die gute Sachen, noch sehr viel neuwertige Sachen aus irgend vielen Gründen nicht mehr benutzt, nicht selber behalten möchte, dass er bei anderen so Kreislauf laufen lassen sollte. Das finde ich schon mal gut. Und dann, das ist auch sehr umweltfreundlich. Man muss ja nicht immer neue Sachen kaufen, neue produzieren, viel Energie dafür zu verschwenden. Also, ja, ich kriege nächstes Jahr als Urheberrechtlerin das Geld. Das ist nicht so wenig Geld. Und deshalb freue ich mich hier. Morgen zeige ich, oder wenn ich nichts vergesse, oder wenn morgen nichts, was noch andere zwischen vorkommt, ich werde 1-2 Bilder zeigen. Mhm. Apropos, Samstag, den 4. November, gibt es hier im Löwenpalais eine Weihnachtsausstellung. Über 100 Künstler, jeder einzelne Künstler bringt ein Kunstwerk und über 100 Künstler werden anwesend und dann viele Gäste. Auch einige dekadente Gäste von der
ja die, um diese Umgebung, grüner Wald, leben einige dekadente Publikum, Gäste. Ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. Das ist nicht meine Ausstellung, sondern von der Stiftung Starke. Ja, ich habe heute über GVL, die Verwertungsgesellschaft, erzählt. Und ja, und nochmal mein herzliches Beileid mit dem verstorbenen Herrn Elmar Pfeffer. Und ja, bleib gesund und schlaf schön ganz tief und schaue bitte keinen Horrorfilm. Da schläft man nicht so ganz gut. Also bis morgen. Annyeong, annyeong, die müde Moon. Morgen werde ich ein bisschen fit sein. Versprochen, annyeong. Jetzt schalte ich aus.